und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Und ich bin heute nicht alleine, denn ich habe heute meinen Freund die C&A-Tüte dabei. Und mein Freund die C&A-Tüte und ich haben heute eine XXL Drogerie-Haul Review für euch. Und zwar frage ich euch ja immer bei meinen Drogerie-Hauls, ob ihr auch eine Review dazu sehen wollt. Und ich habe tatsächlich noch nie eine gemacht. Schande über mich an dieser Stelle, es tut mir echt total leid, aber ich dachte, so in einem Video, wenn das dann auch wieder so ganz viele Sachen sind, interessiert euch das vielleicht auch und ist vielleicht auch cooler, als wenn ihr sowas ständig sehen würdet, dann wäre es vielleicht auch ein bisschen langweilig. Und deswegen zeige ich euch heute die Produkte, die ich mir gekauft habe und über die ich euch ein bisschen was erzählen möchte. Ich habe jetzt mal alle Sachen, die meine All-Time-Favorites sind, von denen ich immer nur sage, dass ich sie nachgekauft habe. Das habe ich jetzt erstmal alles rausgelassen, wirklich nur die Sachen, die ich auch selbst teilweise zum ersten Mal gekauft habe. Und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß bei diesem Video. Und ich greife einfach wild rein. Als erstes habe ich hier von Garnier Skin Active die Hydra Bomb Tagespflege. Ich hatte sie mir damals gekauft aus dem Grund, dass meine Haut wirklich extrem trocken war und ich hatte sonst immer so eine richtige Mischhaut mit ganz viel fettigen Stellen auch im Gesicht, also viele Zonen, die relativ fettig immer waren, und mit einem Schlag hatte ich richtig trockene Haut. Ja, und dafür habe ich mir die gekauft und die wirkt auch immer noch sehr, sehr gut. Ich war davon auch sehr begeistert vom Anfang an. Sie hat nicht mehr die ganz krasse Wirkung, die sie am Anfang hatte, aber ich kann sie euch auf jeden Fall empfehlen, wenn ihr zu trockener Haut neigt. Falls ihr doch aber ganz trockene Haut haben solltet, habe ich hier etwas, was viel, viel besser ist. Denn ich hatte mir auch von Reval de Loup diese Hydro-Pflegekapseln gekauft. Und das hier ist tatsächlich schon meine Dritt-Nachkauf-Packung. Und Leute, es ist einfach so genial. Ich benutze die ungefähr so jeden zweiten Tag, halt abends nach dem Duschen. Und dann mache ich die halt auf, verteile die auf meinem Gesicht, massiere das ein. Und es ist einfach, als wenn eure Haut trinken würde. Wirklich, es fühlt sich so gut an. Und diese Textur von diesem Zeug, was da drin ist, ist halt so richtig so gelartig und es ist so angenehm, wirklich, es ist so angenehm. Dann etwas, was nicht in der Drogerie gekauft wurde, aber was ich euch im Zuge dessen trotzdem zeigen wollte, ist von Primark die Wimpernzange, die ich wirklich in den letzten Monaten sehr für mich, ja, entdeckt habe. Sie ist mein absoluter Liebling, ich benutze sie jeden Tag, ich finde sie ist total toll. Manche mögen sie vielleicht nicht, weil sie so weich ist beim Zudrücken, aber ich persönlich habe immer so mega Angst bei diesen Wimpernzangen, die andere so richtig toll finden, weil sie so einen richtig festen Widerstand haben. Mir ehrlich gesagt macht das mega Angst, wenn die so fest sich zudrücken lassen. Dann hatte ich euch so einen Duschschaum gezeigt von Balea, den ich gerne vergleichen wollte mit den Bilou-Duschschäumen. Und bei der ersten Anwendung war ich fest davon überzeugt, dass sie schlechter sind als die Bilou-Schäume. Nicht schlechter an sich, sondern dass mir einfach der Schaum nicht so gut gefällt. Der war mir nicht so schaumig genug. Also ich hatte irgendwie das Gefühl, er ist so zerfließender als die Bilou-Schäume. Ich fand irgendwie, dass die Bilou-Schäume mehr so greifbarer waren. Ich weiß nicht genau, wie ich das beschreiben soll. War aber komplette Einbildung. Ich habe das dann nochmal mit geschlossenen Augen und wild probiert und so weiter. Mit Marcel Stamm so, ja, von wem denkst du jetzt, dass es welcher ist und so weiter. Ich konnte es nicht definieren, wirklich. Und deswegen finde ich die genauso gut und die sind viel, viel günstiger. Und ich habe jetzt hier die Sorte Hawaiian Dream. Keine Ahnung, ob das jetzt richtig war. Auf jeden Fall kann ich euch die total empfehlen. Mittlerweile, glaube ich, mein drittes Fläschchen vom Essence Keep Up Perfect Fixing Spray. Liebe ich, benutze ich jeden Tag. Und seitdem ich das verwende, habe ich das auch nicht mehr, dass mein Make-up so im Laufe des Tages so richtig krass hin und her rutscht. Das hatte ich sonst immer. Das hat mich so aufgeregt, weil ich dachte so, warum mache ich mich morgens fertig, wenn ich nach 3 Stunden aussehe wie ein Panda oder ein Biber, der durch den Matsch geschlittert ist. Also irgendwie nein, einfach nein, dann lohnt sich das alles nicht. Und ich finde wirklich, dass es was bringt. Ihr könnt mir gerne schreiben, was eure Meinung dazu ist. Catrice Prime and Fine Professional Contouring Palette. Nummer 10 Ashy Radiance. Ich muss sagen, das allererste Contour-Produkt, was ich wirklich täglich benutze. Sonst war ich immer so, ja, Contouring, Also ich weiß nicht, ob ihr es jetzt sehen könnt, hoffe ich vielleicht ein bisschen. Ich trage das auch heute und ich liebe es wirklich total. Den Highlighter daraus benutze ich nicht. Da benutze ich den aus der Kali Bible Palette. Ich habe da auch ein Video zu gemacht, das kam am Dienstag online, ihr könnt es euch gerne anschauen. Ich werde es euch hier hin verlinken und nochmal in die Infobox.
Jedenfalls liebe ich dieses Konturpuder, weil es wirklich sehr, sehr aschig ist und auch für meinen Hautton aschig genug und nicht zu dunkel. Also, top! Essence Stay All Day Translucent Fixing Powder. Die Packung sieht mittlerweile echt ein bisschen eklig aus. Irgendwie, keine Ahnung, weil die immer in meinem Make-up-Beutel so hin und her fliegt. Das ist das lose Puder von Essence und ich benutze das immer mit meinem Beauty Blender zusammen in meinen kleinen Augenfältchen hier unten, die nichts mit dem Alter zu tun haben, sondern nur, weil ich immer so glücklich bin. Naja, aber ich glaube, die kleinen Fältchen hier unten hat einfach jeder. Und ich benutze es, wie gesagt, mit dem Beauty Blender, tupfe das dann so auf, arbeite das richtig in die Haut ein und ich habe einfach keine Mascara-Krümel mehr hier. Ich habe keinen Concealer, der sich in den Fältchen absetzt. Gar nichts mehr. Es fühlt sich auch so weich und so schön an und ja, ich wüsste ehrlich gesagt gar nicht mehr, was ich ohne das Zeug tun sollte. Das Balea Wasserspray habe ich jetzt noch nicht so lange und ich hatte es jetzt an diesen super heißen Tagen ausprobiert, die wir jetzt die letzten Tage hatten. Und ich finde es wirklich total toll, weil ich dachte, es wäre halt voll unnötig, aber es ist irgendwie echt mega geil, so zwischenzeitlich einfach nur, wenn es so heiß ist, sich einfach damit einzusprühen. Und das, was da rauskommt, hat auch mehr so eine, ist mehr so nebelig, also so ganz wässriger Nebel und nicht so, dass du das Gefühl hast, du sprühst dich jetzt irgendwie mit so einem halben Gartenschlauch ein. Also es ist wirklich ganz, ganz fein. Dann als nächstes ein Nagellack. Den habe ich euch auch gezeigt. Das ist der Bloggers Beauty Secret Nail Polish von Diana. Das ist so ein richtig schönes, wie nennt man das denn? Perlmutt. Ein Perlmutt-Ton. Genau, in so einem richtig schönen weiß-rosa Perlmutt. Und ich finde den wirklich, wirklich schön. Aber das Problem daran ist einfach, dass ich finde, dass er super streifig wird. Also unter zwei Schichten geht bei mir persönlich gar nichts. Eher drei und dann sieht er auch wirklich, wirklich schön aus. Aber ich muss sagen, dass ich mit Nagellacksachen und so echt ein bisschen faul geworden bin und ich dann nicht so die Geduld habe, den jetzt öfters zu tragen. Die Farbe ist halt toll, aber der Auftrag ist echt ein bisschen schwierig. Aber ich glaube, das liegt auch einfach am Semi-Matt-Finish, was der hat. Sehr schade. Und zum Thema Essence Bloggers Beauty Secret. Ich war ja auf dem Event in Köln. Ich habe dazu auch ein Follow Me Around gedreht. Ihr könnt es euch gerne ansehen. Es ist auch in der Infobox verlinkt. Wie immer. Jedenfalls läuft momentan ein Gewinnspiel, also eine Verlosung auf Instagram. Und zwar zu diesen ganzen coolen Sachen, die im Wert von 15 Euro sind. Es wird auch nochmal eine extra YouTube-Verlosung auch nochmal zu Essence-Produkten geben, weil ich gerne mit euch teilen möchte von den ganzen tollen Sachen, die ich dort bekommen habe. Solange könnt ihr gerne aber bei Instagram mitmachen, ihr könnt mir da gerne folgen, genau wie auf Snapchat. Die ganzen Namen stehen immer in der Infobox und ja, ihr braucht mir da eigentlich nur einen Kommentar hinterlassen. Und ja, macht auf jeden Fall mit, es sind noch nicht so viele. Als nächstes habe ich die Essence Color Intensifying Eyeshadow Base und das ist das Gegenstück zu der alten, die es ja mal gab, die mir persönlich viel zu orangestichig war. Aber diese ist jetzt hier so rosa und sehr neutral und passt sehr gut zu mir. Sie ist super deckend, sie lässt sich gut verblenden, macht auch bei meinen Schlupflidern keine Probleme und kann ich euch auf jeden Fall auch besten Gewissens empfehlen. Vor allem, weil die auch nicht teuer ist im Vergleich zu vielen anderen Eyeshadow Bases, die man ja auch im High-End-Bereich kaufen kann, von denen ich denke, dass sie nicht besser sein können als die hier, die nicht verrutscht, sich gut auftragen lässt und das macht, was sie soll, nämlich einfach halten und ja. Die Augenbrauenformer von Rossmann. Ich muss wirklich sagen, ich finde die super toll. Ich habe mich mit denen nicht geschnitten oder so und ich mache es immer, also ich benutze hier immer hier am oberen Teil meine Augenbraue, weil ich da so ganz viele kleine mini-blonde Härchen habe, die ich immer wegmache. Also ich bin ja von Natur aus auch dunkelblond. Auf jeden Fall, ja, kann ich die hier empfehlen. Sie sind super günstig und man kann sie auch wirklich mehrfach gut benutzen. Lange gejagt, endlich gefunden, von Essence das Brush Cleansing Spray. Also das ist dieses Pinselreinigungsspray von Essence. Ich habe es jetzt erst ein paar Mal benutzt und ich muss sagen, dass es mir wirklich gut gefällt, weil ich morgens oder so nicht immer super die Zeit habe, direkt nach dem Schminken meine Pinsel zu waschen. Und ja, auf jeden Fall richtig toll, gefällt mir sehr, sehr gut und kann ich nicht so sagen, außer dass ihr vielleicht selber probieren müsst, wie gut ihr mit sowas zurechtkommt oder wie sehr euch das dann auch wirklich hilft, weil wenn ihr es dann nicht benutzt, dann ist es ja auch nicht sinnvoll. Dann nochmal eine Hassliebe und zwar von Trend It Up, die Ultra Matte Lip Cream. Da habe ich den allerdunkelsten Ton damals gekauft und ich finde, dass es auch so eine schöne Herbstfarbe ist und einfach auch so total meine Farbe mit diesem dunklen Rot. Aber
Ich weiß einfach nicht. Immer wenn ich es drauf mache, verrutscht das hin und her und ich kann es nicht gebrauchen, wie der Joker auszusehen. Sie ist super matt, sie ist super creamig so. Sie trocknet nicht so krass an wie die Kylie Lip Kits oder wie die NYX Soft Matte Lip Creams. Und ja, ich weiß auch nicht, das ist so eine Hassliebe. Ich muss da einfach nochmal gucken. Ich persönlich finde sie nicht so gut, weil sie mir einfach viel zu viel hin und her rutschen auf den Lippen. Ihr könnt mir gerne eure anderen Erfahrungen in die Kommentare schreiben. Ganz große Liebe für den Alltag, die Color Tattoos von Maybelline und insbesondere die Farbe 65 Pink Gold. Ja, ist einfach ein super schönes Rosa und metallisch und wunderschön und perfekt für den Alltag. Und die halten auch, bis man sich abends wirklich abschminkt. Und ich bin ja teilweise mal immer so 15, 16 Stunden unterwegs. Also kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Auch die anderen Farben, ich besitze einige davon und liebe sie. Dann hatte ich meine Mascara gekauft, die ich ursprünglich in Wasserfest mitnehmen wollte. Und dann aber ausgerechnet die Version in dem Fach genommen habe, wo jemand eine falsche dazwischen getan hatte und ich dann die nicht wasserfeste Mascara mitgenommen hatte. Das ist die Maybelline Yada The Rocket Volume Express Mascara in nicht wasserfest. Und die Sache ist aber einfach, dass das bei mir super krass hält. Also irgendwie, ich kriege das auch mit Wasser so richtig gar nicht ab. Die verhält sich wie eine wasserfeste Mascara. Außer wenn ich schwitze, beziehungsweise meine Augenlider sind immer so ein bisschen ölig und dann stempelt die manchmal ab. Aber nicht immer. Und ich muss wirklich sagen, dass die wunderschöne Wimpern macht bei mir, weil mit meinen Wimpern kann man einfach fast gar nichts machen. Wirklich, die hängen da immer so runter und die sind so gerade und die sind auch recht kurz und da geht eigentlich gar nichts mit. Wenn ich mir nicht falsche Wimpern klebe, sieht das immer irgendwie aus, als wenn fast nichts da wäre. Und deswegen macht die wirklich mega viel mit meinen Wimpern und ich kann euch auf jeden Fall die empfehlen, mal näher anzuschauen, falls ihr auch solche Mini-Wimpern habt. So, das war's jetzt mit meiner Review. Ich hoffe sehr, dass euch das Video gefallen hat. Schreibt mir gerne einen Kommentar, lasst mir auch gerne ein Däumchen da, damit ich weiß, wie es euch gefallen hat. Und falls ihr mich heute zum ersten Mal seht oder ich euch vielleicht sympathisch bin, würde ich mich natürlich auch wie immer riesig über ein Abo freuen. Ihr braucht einfach nur kostenlos, ihr braucht einfach nur auf den Abonnieren-Knopf drücken und dann hoffentlich bis zu meinem nächsten Video. Bis dahin hoffe ich, dass es euch gut geht. Denkt an das Gewinnspiel auf Instagram und bis dann. Tschüss.